Hallo, liebe Detektive von Hexenking TV, willkommen herzlich zurück zu Traumfänger. In der letzten Folge haben wir hier dieses Haus uns angeschaut und haben einen Brief gefunden. Dieses Szenario werden wir nochmal wiederholen, weil ich habe vergessen abzuspeichern und muss jetzt alles nochmal neu spielen. Aber es ist nicht so tragisch, wir sind ja noch nicht so weit. Okay, da scheint der Brief zu sein, den Pastor Callaghan meinte. Ich sollte aber erstmal nach Vater schauen. Dann sehe ich weiter. Okay, ich muss jetzt erstmal nach diesem komischen Vater wieder schauen, der aber durch das Koma, beziehungsweise durch den Schock, da der ja die Mutter gefunden hat, mehr oder weniger im Koma ist. Also der Typ weiß eigentlich gar nicht, dass ich da bin. Aber ich versuche es mal mit dem zu reden hier. Aber ich glaube nicht, dass der irgendwas sagt, der Typ hier. Vielleicht finde ich ja irgendwas Interessantes. Sieht nicht so aus. Naja. Ach ja, mein Zimmer. Ich denke, das wird passen. Lange ist es her, dass ich in diesem Zimmer geschlafen habe. Damals habe ich mir geschworen, nie wieder einen Fuß hierher zu setzen, aber so schnell kann man sich irren. Tja. Okay. Schauen wir mal da noch nach. Okay, das ist das Badezimmer. Sonst gibt es hier nichts mehr. Diese Tür ist verschlossen, also laufen wir hinunter und lesen uns den Brief durch. Da scheint der Brief zu sein, den Pastor Callaghan meinte. Wenn du, mein Sohn, das hier liest, voller Schmerz und voller Hass, so lass mich dein Verweg begleitet auf den steilen Treppen in den Himmel sein, in Liebe, Mumm. PS erinnert dich an unsere kleine Botschaften aus deiner Kindheit. Das ist alles. Sie hat nichts hinterlassen, keine Geschenke. Ich dachte, eine PlayStation 3 oder eine Xbox 360 wäre da. Naja. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie einfach einen Brief schreibt und alles so enden lässt. Oh mein Gott. Irgendwas passt hier nicht zusammen. Da müssen wir mal nachdenken. Detektive, strengt euer Gehirn an. Irgendwas. Was ist denn? Eine raue Stelle an der Rückseite des Briefes. Ich erinnere mich an eine Situation von früher. Mom, was hast du mir geschrieben? Verrat's mir. Nein, Thomas, das musst du schon selber herausfinden, denn die Stimmung ist im Keller, sagt Jürgen Fritzl. Aha, was war denn das für ein Typ? Voraus hat mir Mom immer geheime Nachrichten geschrieben. Diese geheimen Schreibstifte. Aber wie konnte ich die Schrift dann lesbar machen? Womit nur? Was war das? Habt ihr das auch gesehen? Am Fenster hat sich eine Gestalt hervorgehoben, die schnell vorbei huschte, als wäre es ein Hauch von Schatten, von der Dunkelheit, als würde die das Haus umschließen. Das ist nicht normal, das ist paranormal. Ein Mülleimer. Ich brauche was erstmal ein Bierchen und was zum Essen. Ein Stuhl. Ich mache hier mal auf. Na, okay, es öffnet sich hier nichts. Hier geht's nicht weiter. Mal gucken, ob es hier irgendwelche Möglichkeiten hier sich ereignen, was ich hier irgendwas machen kann halt. Aber scheint nicht, dass hier irgendwas geht. Hallo, ist da jemand? Habe ich mir das eingebildet? Naja, dann muss ich mal überlegen. Alte Urkunden aus meiner Schulzeit. Bin ich froh, nicht mehr zur Schule gehen zu müssen. Tja, tja, tja. Aber mein altes Foto von meiner Geburtstagsfeier. Ich hänge es einfach hier zu meinen anderen Sachen. Da, 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 da. Speichern. Slot 1. Ja. Erfolgreich gespeichert. Öffnen. Verschlossen. Die Schublade ist seit Jahren schon verschlossen. Ich habe den Schlüssel dazu irgendwann verloren. Tja, tragisch. Vater hat sich nie um ein neues Schloss gekümmert. Oh, tragisch. Natürlich. Guck mal da nochmal nach. Ich meine, so viele Möglichkeiten gibt es ja hier nicht in diesem Haus. Naja. Öffnen. Was ist das? Hm.
Der Typ will nichts sagen, der ist wahrscheinlich, ja, im ewigen Koma verfangen. Was ist das für ein Bild? Ein altes Bild von einem Ferienhaus, wo wir unser Urlaub früher verbracht haben. Es liegt auf Long Island in New York. Ein schöner Ort war das. Dum, dum, dum. Ja, der sieht echt schön aus. Friedlich und sieht überhaupt nicht verdächtig aus. Naja, ich wäre auch nie drauf gekommen, dass so ein großes Bild in so ein Gruselhaus und dass es irgendwie überhaupt alles zusammenfügt. Aber naja, das ist egal. Das ist ja... Sowas kann ja nicht sein. Wen soll ich anrufen? Pastor Callaghan, okay. Ich denke nicht, dass ich den alten Mann jetzt belästigen sollte. Er soll sich um seine Schäfchen kümmern und nicht hier irgendwelche Fragen beantworten. Nun ja, also es scheint hier so zu sein, als gäbe es hier keine weitere Möglichkeit, irgendwas, irgendwo was Sinnvolles zu machen hier irgendwie, irgendwo. Da muss ich hier wieder mich komplett durchdrücken, beziehungsweise klicken. Was ist das? Geheime Botschaften. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Was meinte sie damit? Ja, woher soll ich das wissen? Hey, ich bin doch nur der Spieler. Naja, und der Kommentator. Ich mache das für meinen YouTube-Kanal und für meine Abonnenten und für meine Zuschauer. Sonst mache ich das für keinen. Und natürlich für meine Freunde. Vielleicht ist draußen die Lösung. So ein Blödsinn, Traumfänger. Lächerlicher Aberglaube. So, da ist doch die Gestalt vorbei gehuscht. Gehuscht. Was ist das für eine Sprache? Naja, ich nenne sie einfach Hexenking. Mokuläre Sprache. Okay, hier geht es definitiv nicht weiter. Hier hinten im Hinterhof. Tja. Und mir ist es wieder mal zu langweilig. Tja, es muss ja hier irgendwo irgendwie was geben. Ich bilde mir ja nicht ein, dass da irgendwie hier was nicht stimmt. Ich meine, am Ende kommt es wieder raus, wie bei dem Spiel The Apartment, dass ich der Mörder bin. Aber naja, sehr unwahrscheinlich, denn zur Tatzeit war ich ja wo ganz anders. Also daher gesehen konnte ich ja meine eigene Mutter wohl kaum umgebracht haben. Naja, mal gucken. Vielleicht kann ich ja den alten Wichser jetzt anrufen. Naja, kann ich doch nicht. Ich möchte mir jetzt hier nicht die Hände waschen. Oh, ganz harter. Den Kühlschrank, das sind meistens abgeschlagene Köpfe. So war es bei... So war es, ich weiß gar nicht, bei welchem Film waren das. Ich weiß es gar nicht mehr. Da waren auch abgeschlagene Köpfe im Kühlschrank. Ich meine, der absolute brutalste Horrorfilm der Welt. Der ist Angriff der Killer-Tomaten. Der beste Film der Welt. Angriff der Killer-Tomaten. Was Besseres gibt es gar nicht. Richtig brutal, hardcore. Das hat er als Saw und der ist auch ab 18, also ihr müsst mal bei YouTube als Suchname Angriff der Killer-Tomaten eingeben, dann seht ihr alles, dann seht ihr das Grauen höchstpersönlich. Okay, was ist das? Hey, ich bilde mir das jetzt nicht an, allmählich regt mich das hier auf. Ich habe alles hier rumgedrückt und dann kann es nicht so schwer sein, hier irgendwie weiterzukommen. Warte mal, ich habe noch nicht auf Untersuchen gedrückt. Die Schublade ist zu. Oh, was für eine unglaubliche Feststellung. Mein alter Kleiderschrank, es sind keine Klamotten drin. Tja, was kann ich jetzt dafür? Mein alter Ball, ich habe gerne damit gespielt. Ich weiß gar nicht, wie es hier weitergeht. Ich habe, was ist das? Mein Mülleimer. Sehr primitiv und immer der beste Weg, um irgendwas zur Hölle höchstpersönlich zu schicken. Naja, also irgendwie glaube ich, dass in diesem Raum was zu erledigen ist. Irgendwas muss es doch hier geben. Nur ein Telefonbuch. Naja. Der alte Mann soll was sagen. Ich bringe den sonst noch um. Ich bin hier irgendwie auf den falschen Trip. Auf den Trip.
Ja, so kann man das sagen. Die hier ist ja noch immer verschlossen. Ich komme nicht weiter. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Mayday, Mayday. Wir haben ein Problem. Houston, we have a problem. Was war das? Hier ist ja auch ein Raum. Oh, das ist typisch bei diesen 2D-RPG-Spielen, dass man sowas übersieht. Naja. Ein Geschirrschrank, einige alte Teller und Besteck. Untersuchen, öffnen, ja. Au. Leer.